Herzlich willkommen, das machen wir einen Test. Wenn das gut läuft, geht gleich weiter. Immer testen wir, was gerade hier im Haus ist. Dass die Ausgangsposition gut ist. So. Wir sind hier in der Winterlandschaft. Auf mit dem Spiel. Ist ja noch gleich. Ja. Auf Deutsch, in den Tag kommt der Blutmond, da kommen die Zombies in Massen. Und jetzt haben wir erstmal unsere erste Aufgabe, erstmal sehen, dass wir ein paar Quests erfüllen, die Klamotten anfertigen, die wir mal gleich mal unsere Fackel nehmen. Das soll ganz gut funktionieren. Hier scheint das Zombie frei zu sein. Das wäre schon mal eine ganz gute Ausgangslage. Wir müssten nur hier einiges reparieren. Hier wäre auch ein Kamin, zwar nicht der beste, aber es geht. Unter mir scheint ein Keller zu sein. Waschraum, hier müssen wir überall zumauern. Gut Deutsch, hier auch zumauern. Ja, wir haben schon mal einen Button PC. Das war nicht unbedingt. Keller wäre nicht schlecht übrigens, also wegen Wasser. Gut, wir hätten Schnee, ne? Also Schnee können wir auch nehmen, denke ich mal. Wir haben sogar Kühlschrank, das ist gut. Wasserflaschen. Beziehungsweise einen Krug. Also, das Häuschen ist mal nicht schlecht. Das ist immer. Wir müssen ein bisschen was bauen und tun. So. Die Dinge müssen wir auch bauen. Dann ein bisschen kräften, ein bisschen raussuchen. Steine. Gut. Häuschen. Hier war der Waschraum. So flüssig Wasser haben wir nicht. Das Einzige, was wir nicht haben. Hier kann man durch Ressourcen gewinnen. Ja, mehrere Zugänge. Das kann man alles wieder her, also nutzen. Kerze haben wir auch. Passt. Wir haben ein bisschen Licht. Gut, hier müssen wir ein bisschen was zumauern hier. Erstmal zumauern, bevor wir Fenster haben. Ja, im Grunde nicht schlecht. Da könnten wir starten. Dann sei erstmal herzlich willkommen. Pause. Und Aufnahme Ende erstmal. Machen wir weiter. Ich habe mit meiner Musik ausgemacht. Suchen mal den ganzen Müll suchen hier. Inventar, nichts drin. Waschmaschine. Oh, Kampfanzug, wie praktisch. Wie gesagt, wir müssen ja noch eine Axt anfertigen, wir müssen mal lernen. Und beziehungsweise, wir müssen das entsprechend näher lernen. Immer die Rohstoffe suchen. Und wir müssen dringend die reparieren. Hier ist zwar kein Keller unter. Aber ja, zuerst mal machen wir erstmal uns. Oh, ein Häschen, Futter. Ja, Futter ist gut. So. Heißt, wir müssen mal Klamotten machen. Als Aufgabe eine Hose und ein Hemd. Dazu noch mal ein bisschen sammeln. Wir müssen auch ganz schnell uns eine Waffen herstellen, weil die ersten Zombies, die kommen bald. Ich kann jetzt auch nur eine Fackel auf der Mütze geben. Das geht. Da kriegen wir Holz mit her. Ansonsten Holzbäume. Stein für Steinaxt noch ein. So. Die Bäume gefallen schon mal. So, mal gucken wir gleich.
gehen wir uns kräftig wie fertig mal an. Also Schlafsack. Schlafsack ist wichtig. Das ist der Ort, wo man wieder erscheint, wenn man gestorben ist. Was sicherlich passieren wird. So, und dann brauchen wir als nächstes. War das gefordert? Achso, jetzt soll man setzen. Den Schlaf natürlich im Haus erstmal. Nebenbei kann man wieder sammeln. Wir brauchen wirklich viele Rohstoffe oder es piekt sich. Reparieren, reparieren, neue Tür. Wo schlafen wir am besten? Oben, ne? Schlafen wir oben. Die ist gefährlich, muss man zumachen. So, da haben wir das Bett hier in die Ecke hin. Taste 8. So, fertig. Fertige Steinaxt. So, machen wir das gleich. Weise Voraussicht, auch schon mal alles haben. So. Mit W und ein paar Sekündchen warten. Die werden wir gleich mal anlegen. Und jetzt heißt es Pflanzenfaserhose und Pflanzenfaserhemd. Aber wir können mal gleich was anderes tun. Und zwar können wir uns das mal anlegen. Ne? Ein bisschen wärmer, ne? So, also Pflanzenfaserhemd. Fertigen und auch fertigen. Das können wir parallel machen, vier Sachen. Und dann können wir das gleich anziehen. Anders besser. Gut, eine Hose haben wir keine andere. Gut. Der Vollständigkeit halber, wir machen mal gleich ein paar Schuhe machen. Mit ein bisschen Schuhe, Schuhe, Klamotten. Ja, das wollen wir gleich machen. Immer ist es kalt, ne? Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber so, jetzt haben wir schon mal was. Sammle Holz. So, das heißt, jetzt haben wir unsere Lappe. Holz. Knüppel fertigen. Das haben wir auch noch zu machen. Hey, fertigen. So, sammle Holz, sammle Feder, Feder. Eine Feder wollen wir noch sammeln, eine Feder. Von ein Stein. Oh, da haben wir schon einen Freund. Machen wir heißen Empfang. Hey. Schlecht. Der war ein bisschen zu groß für mich.
So gierig der Bursche. So, das heißt, jetzt das Gepäck wieder zu holen und deswegen ist der Schlamm gut, ich werde da eh in der Nähe erschienen, aber. Mal probieren. Das ist ein alter Mann hier. Hier ist jetzt zwar nicht. Bleib liegen. Man hat aber. So. Puh, das war knapp. Gucken wir da, war der Insel, was er bei sich hat. Das kann man gebrauchen. Das habe ich nicht gemacht. Meistens gibt es ein paar Knochen oder so was. Knochen mal aus dem Leib herstellen. Später mal. Gab nicht viel, hat sich nicht gelohnt. Also den nächsten weichen wir aus. Hier oben beim Kompass, da ist das Häuschen. So, ich brauche ein Vogelnest. Das ist der nächste. Die überleben wir es nicht. Also wir müssen dringend. Ah, da haben wir ein Vogelnest. Hier gibt es Federn und Eiern. Das kann man zerstören und würde entsprechend neu beim nächsten Mal kräften. Jetzt kann man den Pfeil und Bogen erstellen. Ein paar Beeren zum Essen. Fasern können wir brauchen, Holz auch. Da ist noch ein Nest. Leider gibt es nicht so viele Eier. Ja, kaputt. Kurz reparieren. Schneeball. Ah, ist gut, das Wasser kann man auch herstellen, das ist gut. Wasserproblem auch schon mal gelöst. Wir müssen zwar eh kochen, das Wasser. Aber wir haben eine Feuerstelle da. Wir brauchen Holz zum Reparieren des Hauses, damit wir eine Tür bauen können und paar Stellen ausbessern können. Dazu brauchen wir halt, ne, Holz, viel Holz. Am Anfang nehmen wir noch Holz, geht nicht anders. Später kommt noch Lehm und Ziegel dazu. Oh, bin stabiler. Aber für heute müssen wir die Hütte erstmal einbruchsicher machen. Zur Not erstmal der untere Teil.
Aber nachts sind wir leider da das Zappen düster. Ist ja wieder was versammelt. Im Müll kann man was suchen. Dann findet man was. Irgendwas immer. Für was das gut ist, wenn man herausfindet irgendwann mal. So, Papier und XP. Ja, die beiden wollen wir schön auf Distanz lassen. Können uns gerne folgen. Weil wir brauchen ein bisschen bessere Waffe. Ich glaube, Speer herstellen. Ah, der Baum gefällt mir. Oh, ein Nest. Super. Schon mal 4 Eier. Eier kann man roh essen, aber kann man die auch kochen, ne? Ja, du nur. Das Gute ist, man hört die ganz gut. Da ist Flüchten. Lass doch nicht locker. Na, jetzt haut er ab. Jetzt können wir hier ein bisschen reparieren gleich. Und zwar fangen wir hier an. So, kurz reparieren. Wir bauen noch vorher eine Quatsch. Reparieren. Wir bauen noch ein Pfeilspitzen Munition. Ist ja gefordert, ne? Dann werden wir gleich mal Bogen. Fertig. Da wir unsere Quest erfüllen. Gut. Jetzt kommt der nächste Dings. Wofür wir Holz gesammelt haben. Das können wir damit entsprechend diese baufälligen Stellen reparieren. So, das heißt, das ist auf Taste 4. Ich meine, es ist zwar nicht dicht, aber es ist zumindest, oh, Essen. Aber es ist erstmal zu, ne? Jetzt kommt da kein Zeug mehr rein.
So, das hätten wir abgesichert. Weil nämlich diese Zombies überall reinkommen. Also da können sie auch rein, aber wie gesagt, das ist immer. Oha, ein Bär. Gehen wir nach oben und verpissen uns da. Und das ist ein Bär. Wir brauchen Holz. Rohstoffe. Das ist durch negativ, ne? Den die Ruhe bauen lassen hier. Die bösen Jungs. Oh, yes. Natürlich würde ich nicht dauernd sterben, ne? Das ist halt das ganze Problem dabei. Irgendwann werde ich noch einen Pfeil am Bogen machen, aber bis die damit Druck kriegen, das ist ja auch nicht. In den Bergen wächst kein Holz. Ingame 15 Uhr, das ist schon ganz schön eng. Weil nachts um 10 ist das düster. Aber richtig dunkel. Das heißt, bis dahin würde ich zumindest eine Tür haben. Und dann brauchen wir noch Holz. Mal schauen, was hier im Auto zu holen ist. Aber das kann man später auch zerlegen. Die Feder kann man später mal gebrauchen. Oh, Kapuzinier dazu. Wir brauchen jedenfalls hier viel Holz. Wenn wir was bauen wollen, brauchen wir Holz. So, liebe Schau, das soll mal für die erste Mal gewesen sein. Ich mache mal gleich weiter. Dann schauen wir mal gleich. Bis nachher. Tschüss.